schon werden. Böse Dobri. Wann darf ich filmen? Filmst du wahrscheinlich schon. Oh Gott. Sekunde, ich muss mal meinen Schuh rausbringen aus dem Schuh. Aus dem Schuh. Aus dem Kopf. Oh Gott. Wie hast du ihn da reingekriegt? Vorsichtig. Ja, vorsichtig, da geht überhaupt nichts. Doch, den kann man ein bisschen quetschen, den Schuh. So. Okay. Dann versuchen wir das Ganze jetzt hier nochmal. Na, viel helfen kann ich heute nicht. Stell dich mal nicht so an hier. Da musst du doch mal ein paar Schuhe angezogen kriegen, oder? Ein paar Schuhe. Und ein Kostüm. Komm doch mal rüber hier. Guck doch mal da hinten nicht so rum. So, jetzt. Jetzt? Ja. Ist da mal Luft drin. Warte mal. Deine Haare noch schön einklemmen. Nein. So. Lachst du gerade? Spinnst du ja wohl ein bisschen. Den Kragen weg. Dann kann mich die Augen. Das ist immer in Ruhe. Ja, geh mal weiter rüber. Dann kann mich die Augen und durch den Mund gucken. Ja. Kanickel. Oh mein Gott, bist du putzig. Oh je, Mine. Ja, dreh dich mal ein bisschen. Oh mein Gott, ist das ein Wackelschwanz. Oh. Und was sagt ihr? Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Können wir schon ein paar Tipps geben? Mach mal. Ja. Kommt einen ganz bekannten Film vor? Wo ein junges Reh drin vorkommt? Ja, oh, das ist ja voll verraten. Nein, habe ich noch nicht. Denn es ist ja nicht der. Nee, nicht der, aber es ist voll verraten. Okay. Ah. Ah. Ein Film mit einem Reh. Welch Auswahl gibt's denn da? Rotkäppchen. Das ist voll plüschig. Ja, ne? Das sieht doch echt knuffig aus. Weil so weiß man. Hä? Guck mal von unten. Wo ist der Mond? Man sieht den ja gar nicht. Mach mal Kopf weiter nach hinten. Geht das? Oh, ja, so. Heißt ja Zähne. Und was sagt ihr zu dem Eichhörnchen? Hase. Hase? Kastriertes Eichhörnchen. Was? Oh, das Eichhörnchen. Nein, aber putzig. Echt putzig. Na, dann schreibt mal in die Kommentare, wie dieses Kostüm heißt. Oder dieser Charakter. Ne? Bin ja mal gespannt auf eure Antworten. Mal sehen, was bei rauskommt. Na gut, na dann. Winke, winke. So, hallo erstmal. Jetzt Feierabend nach einem tränenreichen Arbeitstag, wenn man das nennen darf. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe manche Menschen einfach nicht. Ich will doch arbeiten, aber man lässt mich quasi nicht, also nicht so entspannt arbeiten, wie man es braucht. Ich habe einen Termin reingewirkt bekommen für morgen im Büro. Hab dann gesagt, naja, also so, dass ich eben, es klappt nicht und wird nicht akzeptiert. Es wird einfach nicht akzeptiert, das Attest ist quasi für den hinfällig. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Also bin ich morgen wieder bei der Ärztin. Was soll ich machen? Kaum da schon wieder Druck und weiß ich nicht was. Und ich mir denke so,
Was genau ist dein Problem mit mir? Ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Moni, was ist los? Ja. Er ist probiert. 2 Tage. Wow. Richtig cool. Richtig cool. Es kann auf jeden Fall so nicht weitergehen. Fakt. Ich hätte das letzte Woche schon gewusst. Ich werde es in Angriff nehmen können. Das ist jetzt hinfällig. Wir gucken mal. Ich muss erstmal den Kopf, den Fokus woanders setzen. Ich habe aber erkrankt, dass wir anrufen sollen. Und dann so, nee. Für den Widerspruch gemacht. Und dann so, also vorhin abgeschickt. Die haben es gestern Abend nicht mehr gemacht. Ich hätte gestern Abend noch keinen Kopf mehr dafür. Dann, nee. Nicht kranken, also nicht kassenärztlich, wird nicht genehmigt. Ich bin hier so, ich denke schon, wenn ich so und so viel 1000 Sachen mache, die ich jetzt gemacht habe. Aber das kann sie denn wohl doch nicht entscheiden. Und ne, dann soll ich es morgen und die ganzen Sachen sind noch nicht da. Ich bin so, okay, rufe ich halt morgen nochmal an. Ich will anrufen, Katastrophe. Dann ist das daneben. Also, boah. Was ist das im Moment? Was hat diese Welt gegen mich? Naja. Kaffee ist für mich heute auch gestorben. Ich werde mich heute mit meinem Buch in eine Ecke verziehen und lesen. Ecke ist wahrscheinlich der Balkon und das Bett. Vielleicht auch die Couch, maximal. Mehr mache ich heute nicht. Okay, ich wollte noch, vielleicht habe ich auch noch die Outtakes zu schneiden. Ich muss mal gucken. Und den Vlog auf jeden Fall. Outtakes muss ich mal sehen, ob ich die heute schaffe oder nicht. Finde ich dann nicht, ist auch nicht so schlimm. Ja, so viel dann dazu. Es ist doch immer irgendwas. Ich verstehe es einfach nicht. Also ich kann es nicht mehr nachvollziehen, was da nicht stimmt. Warum man mir so ganze Gebirge vor die Nase sitzt. Man bemüht sich in jeder Hinsicht und bekommt die Keule auf den Kopf. Kann ich tatsächlich nicht nachvollziehen, wie man so sein kann. Ich hoffe, dass ich immer meine Krankenkasse ein bisschen mehr rausbekommen und machen kann und tun kann und weil das nervt einfach nur noch. Ein Rennen von A nach C über D und trotzdem hat man keine Chance für irgendwas. Dann denkt man sich so, okay, dann versuche ich erstmal so wieder zu arbeiten. Ja, nö, warum? Geh mal wieder, tschüss. Bist du unerwünscht? Also ich komme mir wirklich unerwünscht vor, um es mal so zu sagen. Naja, okay. Nee, willst du da hin? Daniel ist nicht da. Ha, da wurde mich gerade abgeholt. Und auf dem Weg zur Garage, weil da nächste Woche ein Fest stattfindet und eine Packmaschine benötigt wird. Ja. Na gut. Ich werde jetzt mein Buch schnappen und lesen. Ich habe übrigens gestern mein E-Book ausgelesen. Der Schluss war so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Ging mir irgendwie zu schnell und zu komisch und so. Deswegen gibt es keine 5 Sterne für das Buch, sondern nur noch 4. Spoiler für den Lesemonat, der wahrscheinlich sowieso früher kommt als dieses Video, keine Ahnung. Aber ja, das Ende hat mir nicht so gut gefallen. Also im Endeffekt schon, aber so die Umsetzung war halt irgendwie ein bisschen nicht so schön. Nicht so schön wie der ganze Rest des Buches. Aber gut. Trotzdem möchte ich die anderen beiden Bände, die davor waren, lesen. Irgendwann. Mal gucken, wann ich dazu komme. Ist ja nicht so, was ich keine Bücher zum Lesen hätte, nicht wahr? Aber ich kann euch versichern, mein Sub ist so kurz vor der minus 100. Trotz den ganzen Neuzugängen und so weiter. Kommen immer noch plus, minus, plus, minus. Aber es ist so kurz davor. Vielleicht habe ich es im Juni endlich mal. Das wäre gut. Dann gibt es dieses Special-Sondervideo. Und ihr dürft ein Buch von meiner Wunschliste aussuchen. Denn da hält nicht mehr los. Hast du Wuselwasser getrunken? Hat er den Eimer kaputt gekriegt oder warum liegt er so einzeln herum, was ich nicht zuordnen kann? Daniel, wie du das.
So, und Daniel hat morgen auch einen Termin um 9. Da muss er zum CT. Also, das heißt, er hat auch keinen Termin. Also, schwierige Sache. Er muss ja vom Krankenhaus, wo er war, zum CT. Weil die das nur bei Notfällen, habe ich glaube ich gestern erzählt. Nur bei Notfällen da machen. Deswegen muss er woanders hin. Hat aber eine Überweisung bekommen, alles supi. Er hat da bei dem anderen Krankenhaus angerufen, wo er schon mal bei seinem Fahrradunfall zum CT gewesen ist. Die wollen aber die anderen Bilder von dem anderen Krankenhaus haben, damit sie abgleichen können. Die sollen gar nicht abgleichen, sollen ja bloß das Bild machen, damit die anderen abgleichen können. Ist es egal. Jedenfalls ging nicht, so wollen sie nicht. Sie brauchen die Bilder. Und meine Mutter hatte mir gestern eine Adresse gegeben, von einem Zentrum, wo sie selbst vor 15 Jahren, mal gewesen ist. Die existiert auch noch, kein Problem. Was hier ziemlich genau um die Ecke ist, also nicht wirklich um die Ecke, man kann nicht hinlaufen, aber es ist so nah dran, dass es Wahnsinn ist. Und die haben halt für CT mit Überweisung, kann man einfach so hingehen zu bestimmten Uhrzeiten und dann ist schön. Morgen um 9 zum Beispiel. Ja, da geht er morgen um 9 hin. Ich muss morgen um 9 zur Ärztin. Zwischen 9 und 10 soll ich da sein mit Wartezeit. Manchmal ist ja Wartezeit überhaupt nichts. Manchmal schon. Ich nehme mein E-Book mit, genau. Ich werde jetzt natürlich dann wieder die Geheimnisse der Talente weiterlesen. Logisch. Ich war so kurz davor, vorhin bei NetGalley ein E-Book anzufragen. Eigentlich sogar zwei. Moment. Ah, nee. Ich habe dann gedacht, so nein, und deswegen habe ich bei NetGalley auch so viele Rezensionen offen, die ich gar nicht mehr abarbeiten muss. Ich krieg das nicht auf die Kette. Ich krieg es einfach gerade überhaupt nicht auf die Kette. Und deswegen nein. Und außerdem will ich ja gar keine neuen Bücher. Ich weiß gar nicht, kommt im Juni irgendwas Neues raus? Es kommt ein Buch neu raus, aber ich habe den Vorgänger noch nicht. Ich glaube, der Juni ist Neuzugänge, also Neuzugänge frei. Also jetzt Neuerscheinungen frei, genau so wollte ich sagen. Vielleicht schaffe ich es ja mal wieder ein bisschen weniger Neuzugänge zu haben. Aber ich meine wirklich, ich habe jetzt die Leseliste abgedreht und hochgeladen gestern ja auch schon. Und wenn ich die Bücher abgelesen habe, die da drin sind, dann habe ich nur noch ein Buch von den Neuzugängen, das ich nicht gelesen habe. Abgesehen von dem Hohlbein-Buch, wo ich ja den zweiten Band lesen wollte und was ja immer noch auf Halde liegt. Von Januar. Ich weiß nicht, ich komme da nicht so richtig rein. Das erste habe ich auch gehört, das fand ich schöner mit Hören. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Aber jetzt werde ich mir. Ich wollte mein Buch schnappen, ne? Etwas kam mir ganz schwer dazwischen. Ach ja, ich wollte euch sagen, wie im Termin morgen ist. Das ist für Daniel. Und das ist da mit den 15 Jahren und so weiter. Das fand ich echt witzig gerade. Das heißt gerade gestern schon. Und auch, dass er dann da so schnell dahin kann. Und das haben die ihm ja nicht gesagt. Ich habe ihm ganz viele Zettel mitgegeben, wo er sich melden kann und so weiter und so fort, die eben CTs machen. Aber da war das wohl nicht drauf. Oder ist er nicht gesehen? Das weiß ich jetzt nicht. Muss ich mal nachgucken. Die Zettel da noch? Bestimmt die Zettel da noch. Oh. Manometer. Nanu? Kätzchen schon wieder weg? Wieder auf den Stuhl gekrabbelt. Ich fasse es ja nicht. So. Nee. Oh. Ach, das ist das hier. Hier sind drei Stück nur drauf. Nur drei. Und da ist das nicht bei. Ja. Ist doch irgendwie witzig. So schnell. Vor allem, dass meine Mutter noch eine Visitenkarte von vor 15 Jahren hatte. Das ist natürlich auch ein bisschen komisch. Aber gut. Hat ja dann funktioniert. Hoffentlich. Also, wir werden es morgen feststellen, ob es funktioniert hat. Das heißt, morgen ist wieder großer Arzttag. Schön. Freut man sich doch immer wieder drauf. Und Krankenkassentag. Gesundheitstag könnte man es nennen. Ach, wir haben morgen Gesundheitstag. Ich werde auch dann morgen meine Runde mal, also meine U-Bahn-Runde nicht machen. Ich habe echt keine Lust, jedes Mal, dass Donnerstags irgendwas ist, außer letzten Donnerstag, dass der nach irgendwo anders hin muss und dann nochmal unten, ist jetzt auch völlig Wumms. Ist jetzt tatsächlich mal völlig Wumms. So. Was? Handy? Was? Was ist denn? Spaziergang. Ach so.
Nee, heute nicht. Heute nicht. Jetzt haben wir uns gerade ganz schön erschrocken. Inzwischen schon ein paar Minuten her. Ich sitze drüben und lese. Imchen sitzt hier und guckt YouTube-Krams. Und er machte das so ganz komisches Geräusch. Sein Handy nicht, mein Handy ja. Warnmeldung, Großbrand. Ich dachte so, boah, Panik, Feuer und ich sind keine Freunde. Und ich überall geguckt, ob ich irgendwas sehe. Nix, aber es ist weit genug von uns entfernt. Ja, der Staat hat nur die Grillsaison eröffnet. Eine Papierfabrik brennt. Ja. Licht dann. Ja. Sehr hoch. Und ganz Neukölln ist eingeräuchert. Nee, kommt nicht so gut. Also wir sind zum Glück auch weit genug weg. Ja. Die Wolke hat uns jetzt nicht getroffen bisher, der Wind. Nee. Aber wenn der Wind irgendwie sich drehen sollte, die Nacht oder irgendwas, dann könnte es sein, dass er auch noch nicht so gut. Wir sehen das auf jeden Fall alles zu, die Nacht. Warum? Weil so ist. Gibt keine Luft. Als wenn wir die Nachts Fenster offen haben. Ja. Wenn die Balkontür ist offen. Ab und zu mal, aber das können wir auch zulassen. Oh, nee, ich hab erstmal eine ganze Weile gezittert. Das war nicht schön. Ja. Weil Brand und so weiter ist für mich totaler Horror. Ja, und dann, woher hat der Staat meine Handynummer her? Wieso schicken Sie mir das? Ja, das ist doch das wie dieser Übungsdings da, Wumms da. Ich weiß. Es hat funktioniert. Ja. Es hat tatsächlich funktioniert. Eben. Und meine Eltern wurden auch benachrichtigt damit. Ich weiß gar nicht, bis wohin das gereicht hat. Ich weiß nicht, ob nun Berlin ist oder Brandenburg. Na, vielleicht ist ja auch nicht mehr ganz Berlin betroffen mit der Warnung. Aber das Eltern liegt da Felde noch, also ist sie nicht weit weg. Ja. Wundert mich. Sie dachte ich vielleicht nicht, aber doch, sie wurden auch gewarnt. Ja, wenn der Wind in die Richtung geht, dann ist es ja die Richtung rüber. Ja, ja. Wir sind näher dran als meine Eltern, aber ja. Ja, war schon, Speziell, speziell. Richtig, richtig. Ich hab schon gedacht, Putin greift ein und schießt. Hör auf, ey. Ja. Mach keinen Scheiß. Ja, darauf habe ich keine Lust. Nee. Auf Großbritannien habe ich auch keine Lust. Zum Glück weit weg. Das ist. Ja. Ja. Brand wäre so für mich auch das absolute. Was ist denn da hinten so ein Raschel? Muni, was machst du denn da? Braten. Nein, Katze. Ja. Maximal Kaninchen noch. Nee, das liegt oben drauf. Das macht aber nichts. Na, dann ist ja gut. Ja. Liebes Kaninchen. Das wollte ich gerade sagen. Ja. So, ich lese jetzt mein Buch zu Ende. Ja.